Ja, meine Lieben, heute sind wir wieder im Aufnahmeraum und heute kommen wir wieder zu einer meiner Lieblingskategorien, eure Kommentare vorlesen und kommentieren. Ich wollte es wieder draußen machen, aber das hat wegen Glockengebimmel und Co. nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen eure Kommentare heute wieder im Aufnahmeraum. Jetzt, weil mach's dir selbst. Yahoo!de! Hallo meine Lieben, da Andi von Töricht hier. Wenn du neu hier bist, dann klick doch gleich auf Abonnieren. Und auch die von euch, die es noch nicht gemacht haben, ihr könnt mir damit wahnsinnig helfen. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus, dass ich auch hier ein bisschen gepusht werde. Fände ich sehr, sehr lieb von euch. Aber kommen wir nun zu unserem ersten Kommentar. Hallo Andi, ich unterstreiche gerne jede Aussage von dir. Auch ich habe mit der Mediation angefangen und bin nun bei Cakewalk bei Bandlab gelandet. So langsam bekomme ich auch die Zeit, mit Cakewalk zu arbeiten und deine Videos helfen dabei wirklich sehr. Ich kenne viele Musiker, die mit anderen DJs arbeiten und viel Geld dafür ausgeben, aber alle sind immer ganz baff, wenn ich berichte, was Cakewalk alles kann. Oder ihnen eine Aufnahme vorspiele. Und das für umsonst. Ich habe einen Freund in ein Studio begleitet, er hat dort drei Lieder aufgenommen. Das Ergebnis war nicht schlecht, aber er hat auch richtig Geld auf den Tisch gelegt. Wir haben dann einen dieser Songs bei mir aufgenommen und er war sprachlos, als er den Vergleich hörte. Mach weiter so. Hab echt schon viel aus deinen Beiträgen verwenden können und freue mich jedes Mal, wenn was Neues erscheint. Eventuell ergibt sich mal die Möglichkeit eines Austauschs. Bleib gesund und mach weiter so. Gruß, Rainer. Ja, Rainer, auch dir mal vielen lieben Dank fürs Kommentieren. Ich freue mich ja immer, wenn Leute kommentieren. Und ich finde es auch cool, dass du mit MIDI angefangen hast, so wie ich. Hoppala. Und auch freut's mich, wenn dir meine Videos helfen. Man darf ja auch nicht vergessen, Cakewalk hat ja auch mal Geld gekostet. Es war nicht immer umsonst. Und das ist eine Profi-Software. Es gibt so viele Vergleiche, wo man schon getestet hat, klingen denn DAWs überhaupt gleich oder gibt es Unterschiede? Und was kam raus? Ja, Wahnsinn, die klingen alle gleich. Also ist es egal, ob du ein Pro Tools hernimmst, ein Reaper oder ein Cubase oder Cakewalk. Im Endeffekt, wenn du damit umzugehen weißt, kriegst du bei jedem das gleiche Ergebnis. Von dem her, umso besser spart man sich Geld. Nicht zum Beispiel wie bei einem Pro Tools, wo ich monatlich blechen muss. Und warum mir das so aufregt, habe ich euch ja in diesem Video hier schon aufgezeigt. Alles richtig. Ich finde nur den Workflow an sich nicht so gut, bin Fruitloop-User und daher gewohnt, deutlich schneller zu Ergebnissen zu kommen. Woran hakt es bei Cakewalk aus meiner Sicht? Ich bin patternbasiertes Arbeiten gewohnt. Die Piano-Roll in Cakewalk finde ich daher äußerst nervig. Auch das korrekte Anordnen der Pattern in den Spuren ist nervtötend. Zum Beispiel die Länge. In Fruitloop endet das Pattern automatisch an der richtigen Stelle, was das Duplizieren stark vereinfacht. In Cakewalk endet dies jedoch am Ende des letzten Tons. Das bedarf somit immer einer manuellen Korrektur des Patternendes, was den Flow erheblich behindert. Gegebenenfalls habe ich aber auch noch nicht die ganz tiefe Sachkenntnis, inwieweit ich dies möglicherweise in Voreinstellungen oder mit Shortcuts beschleunigen kann. Des Weiteren muss ich die Rekord- und Metronomeinstellungen immer wieder neu justieren. Vorteil von Cakewalk ist das deutlich bessere Direct Recording, welches bei Fruitloop absolut grottig ist. Zu guter Letzt ist die DAW sehr crash-anfällig. Und dies hat mich schon viel Zeit und Nerven gekostet. Dennoch sind all deine Argumente pro Cakewalk richtig und ich gehe hier mit dir absolut d'accord. Sehr guter Content. Ja, auch hier vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Ja, natürlich hat jede DAW seinen unterschiedlichen Ansatz und einen anderen Workflow. Dabei Fruitloop kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich noch nie damit gearbeitet habe. Bin ja ein alter Cakewalk-Bär. Also von dem her, verzeih mir das bitte. Pattern-basiert kannst du mit Cakewalk auch arbeiten, aber auch hier liegt es wahrscheinlich einfach wieder am Flair. Am Workflow oder da einfach hier die Erfahrung noch fehlt, patternbasiert, kannst du mal schauen, ob du diese Clips dann zu. Also geht es darum, dass du die Clips loopbasiert machen möchtest oder kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du da genau vorhast. Vielleicht kann ich dir da ja helfen. Ja, auch die Aufnahme- und Metronomeinstellungen ist bestimmt einfach nur einmalige Einstellungssache. Die kannst du dann auch als Vorlage abspeichern. Vielleicht ist dir auch da geholfen, wenn du es einmal einstellst und dann eben als Vorlage abspeicherst. Und wenn dir Cakewalk häufig abstürzt, wo es ja eigentlich nicht normal sein sollte, dann geh auf Fehlersuche. Beziehungsweise schau mal, sind die aktuellsten Treiber installiert? Ist das aktuellste Windows-Update drauf? Ist die aktuellste Cakewalk-Version drauf? Also Cakewalk gibt es auch zum Beispiel regelmäßig Updates, wo auch viele Bugfixes betrieben werden. Also auch hier wieder, dafür, dass es umsonst ist, arbeiten die ganz schön viel dran. Hey Andi, ich habe Asio installiert, hatte dann aber das Problem, dass ich dein YouTube-Tutorial nicht weiterschauen konnte, weil es hieß, dass das nicht unterstützt wird. Habe ein Windows Surface Book 2, das sollte das doch eigentlich packen, oder? Du meintest am Ende des Videos, dass du eine Hardware-Erweiterung hast, allerdings werden dann keine Links dazu angezeigt. Welche Videos sind das denn? Wäre mega, wenn du die dazugehörigen Links kurz teilen könntest. Danke dir vorab. Ja, also auch hier danke für den Hinweis. Tatsächlich hat bei diesem Video die Endcard gefehlt. Das habe ich gefixt, aber ich habe dir in die Beschreibung nochmal hier den Link zu dem Video gepackt. Und Windows Surface an sich ist eigentlich gut geeignet für Cakewalk, weil es auch diese Multitouch-Gesten unterstützt. Aber
Die interne Soundkarte beim Windows Surface ist nicht für ASIO geeignet. Also auch hier nochmal, um diesem Missverständnis auch ein bisschen vorzubeugen. ASIO muss vom Hersteller explizit und nativ unterstützt werden. Ein ASIO for All bringt euch vor allem bei Cakewalk nichts, weil Cakewalk damit sehr gerne abstürzt. Wenn ihr also ein Audio-Interface oder eine Soundkarte habt, die kein ASIO kann, dann nehmt es heute dabei WDM oder Wasapi her. Ist zwar nicht optimal, aber so zum Arbeiten sollte es eigentlich reichen. Besser, ihr legt euch dann natürlich ein ASIO-fähiges Audio-Interface zu. Und das ist ja nicht mal teuer. Na, da, dieses Video. Kann es sein, dass man für einige VSTs einen iLog-Account benötigt? Ich kenne das gar nicht. Was hat es mit iLog auf sich? iLog ist im Endeffekt, kannst du dir vorstellen, wie Lizenzverwaltung deiner ganzen VSTs. Und es ist ein Dritthersteller, kannst auch auf dem USB-Stick speichern und dann kannst du, ich glaube, aktuell bis zu 1500 Lizenzen auf so einen USB-Stick speichern und den überall mit hinnehmen. Dann hast du ja noch eine Frage. Die Plugins bringen ja fast immer eine eigene virtuelle Tastatur mit. Gibt es da einen Trick, wie ich da jetzt zwei oder drei Noten gleichzeitig anschlagen kann? Mit der Maus kann ich ja immer nur eine Taste drücken. Das ist richtig. Wenn du das machen möchtest, dann brauchst du entweder ein Multitouch-Display oder du probierst es mal mit der virtuellen Tastatur. Mein Kronos hat von Haus aus virtuelle Instrumente vorinstalliert, wie eigentlich jeder andere Synthesizer auch. Die sind ja durchaus schon umfangreich. Kann ich diese VSTs nicht nach Cakewalk irgendwie transferieren? Nee, soweit ich weiß, gibt es von Kronos keine VST-Version. Das ist die Grundvoraussetzung, dass der Hersteller auch eine VST-Version davon ausgibt. So bleibt dir eigentlich nur der Weg, dass du irgendwann mal... Das ist für Viech. Okay, weg. Wird dir nichts anderes überbleiben, als dass du irgendwann mal auf VSTs umsteigst. Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten an virtuellen Instrumenten und Effekten. Ich finde die Native Instruments Complete-Serie ganz cool. Da habe ich aktuell die Complete 13 in der Ultimate. Die gab es damals als Snäppchen, habe ich mir geleistet. Und mit dem bin ich eigentlich ziemlich happy, weil eigentlich alles dabei ist, was ich brauche. Vom Bass, Schlagzeug, Gitarre und die hören sich auch noch richtig gut an. Also da bin ich mir fast sicher, dass das untrainierte Ohr nicht unterscheiden kann, ob es hier ein virtuelles Instrument ist oder ob das eine echte Gitarre ist zum Beispiel. Hallo, ich verschlinge deine Videos, da ich Neuling bin, vor allem Cakewalk-Neuling. Kann ich eine Spur zeitlich verzögern? Haaseffekt? Wenn ja, wie? Danke und mach so weiter. Liebe Grüße, Christian. Ja, liebe Grüße gehen auch an dich zurück, Christian. Und diesen Haaseffekt, ich musste erst mal googeln, was überhaupt der Haaseffekt ist. Aber diese zeitlichen Verzögerungen kannst du mit einem Cakewalk-internen Plugin machen. Das nennt sich Channel Tools. Und damit kannst du die Delay-Einstellungen verändern und somit Verzögerungen hervorrufen. Du kannst auch mal hier unter Presets Increase Ambience ausprobieren. Hi, Kettensäge? Ach so, ein Fichtenmoped. Liebe Grüße. Ja, das Fichtenmoped, das hat mich sehr amüsiert. Das habe ich schon ewig lang nicht mehr gehört. Wir haben es ja auch dann gehört mit der Bornsteinflex bzw. der Randsteinhummel, wie es bei euch in Wien so schön heißt. Und dann sind wir bis zur Bordsteinschwalbe gekommen. Und jetzt weiß ich auch, was eine Bordsteinschwalbe ist. Und ich auch weiß, dass ich sowas nicht so ganz leichtfertig zu anderen Personen sagen kann. Hey, du Bordsteinschwalbe. Toll. Wenn ich ASIO auswähle, egal ob von Zoom, For All und so weiter, wird es schwierig. Ja, da wird es auch für mich schwierig, euch zu helfen. Also grundsätzlich, wenn ihr irgendwelche Fehlermeldungen habt, irgendwas nicht klappt, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch hier gerne eine E-Mail schreiben. Voraussetzung für mich, dass ich euch helfen kann, ist eine genaue Fehlerbeschreibung. Mit sowas kann ich nichts anfangen. Da weiß ich nicht, was falsch läuft. Ich gehe davon aus, dass du ASIO for All nutzt mit einem Zoom-Audio-Interface. Und wenn das Zoom-Audio-Interface kein natives ASIO unterstützt, wie vorher erwähnt, bringt dir auch ASIO for All nichts. Also Leute, wenn ich euch helfen soll, schreibt die Fehler so genau, wie es geht. Weil sonst haben wir gleich eine Werner-Situation, ja? So nach dem Motto, ich brauche einen Schlüssel. Welchen Schlüssel? Für den Heizraum. Wieso? Rohrbruch? Wo? Also, lasst euch nicht alles aus der Nase ziehen. Hallo Andi, als erstes möchte ich dir danken, dass du hier bei YouTube solche Videos einstellst. Ich hätte sonst kaum eine Chance, Cakewalk zu nutzen. Wirklich erste Klasse. Dann kommt deine lockere Art noch dazu und war, dass ich auch öfters mal schmunzeln muss. Klasse. Ich glaube, du musst schmunzeln.
Ich weiß jetzt nicht, was Schmuseln ist. Aber wenn es gut ausschaut, können wir Schmuseln gerne mal ausprobieren. Also. Andi, ich habe auch ein Problem. Wenn ich das erste Projekt einrichten will, nach deiner Vorlage, bekomme ich die Senkrechtlinie nicht eingeblendet. Also zum Beispiel von 1 zu 2 hast du Senkrechtlinien, vermutlich die Taktlinie. Ich habe sie nicht. Wo kann ich sie einblenden? Ja, Andi mit Y. Oh Gott, wir schreiben uns genau gleich. Du kannst sowas einrichten. Und zwar unter Anzeige, Anzeigen, vertikale Hilfslinien. Und da kannst du aussuchen, ob die dann vor oder hinter dem Clip sein soll. Einen schönen Menschen kann nichts entstellen. Oder andersrum, das macht's Kraut anima fett. Ich habe euch ja gefragt, was ihr von meinen tollen Einhorn-Kopfhörern erhaltet und warum ihr die unbedingt haben wollt. Und dieser Kommentar von der Judy, der hat mir am besten gefallen. Also liebe Judy, dieser Kopfhörer gehört dir inklusive Verpackung. Wenn du mir noch schreiben würdest, an welche Adresse ich das schicken kann, dann schicke ich dir die Kopfhörer gern zu. Ich mache eine Unterschrift drauf oder so, je nachdem, was du möchtest. Ja, und wenn ihr noch ein weiteres Video sehen wollt, dann gibt es hier noch was. Drunter wieder wie immer ein Video zum Chillen. Ich sag wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier noch ein Abo und bis dahin Bussi aufs Bauchi Bärli und Servus.